Es fängt ja schon an bei den ganzen Kriegseinsätzen. Wir haben diese Woche allein heute Morgen schon wieder 2 Bundeswehreinsätze im Ausland, heute im Auswärtigen Ausschuss gehabt. Nächste Sitzungswoche wollen sie das durchs Plenum jagen. Und eigentlich vergeht fast schon kaum eine Woche, wo nicht über einen Bundeswehreinsatz im Ausland entschieden wird. Und ich finde, auch da brauchen wir ein Zurück zum Grundgesetz. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee und hat im Ausland überhaupt nichts zu suchen. Und ich finde es wirklich ganz toll, mich hat gerade die Nachricht erreicht, wir haben über 1500 Menschen hier heute auf dem Pariser Platz vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen zu dieser Kundgebung heute. Tobias Thiele hat die Kundgebung eröffnet, eingestimmt und ich möchte ihm jetzt nochmal das Mikro geben für seine Lieder. So, ich würde gerne nochmal hören, wie laut können wir denn alle zusammen sein, um für den Frieden unsere Stimme zu erheben? Auf 3. 1, 2, 3. Der Krieg scheint für einige Menschen auf dieser Welt nicht mehr und nicht weniger als ein Spiel zu sein. Ein Schachspiel. Die Kontrahenten schicken ihre Figuren, also die Bauern, die Springer, die Läufer, die Türme und die Dame ins Feld und opfern einige dieser Figuren, um nach Möglichkeit noch mehr Opfer auf der anderen Seite zu provozieren. Lasst uns als angehende Friedensbewegung nicht länger Teil von diesem Spiel sein. Abrüstung hier und jetzt, heute und zwar weltweit. Dazu hätte ich gerne mal, dass wir versuchen, was zusammen zu singen. Wenn ihr immer auf die 1 kommt, sagt, schreit, singt, wie auch immer, kann ich euch mal hören? Komm zu. Ich zähle euch ein. 2, 3, 4, komm. Und nochmal. 2, 3, 4, komm. Genau. 2, 3, 4, komm. Und das kommt möglichst immer im Refrain. Ich werde euch irgendwie ein Zeichen geben. Wir üben einmal den Refrain, dass ihr wisst, wie er klingt. Also. 1, 2, 3, 4, komm. Wir lassen alle Waffen liegen. Wir fangen was Neues an, komm. Wir ziehen nicht in deren Kriege, das haben wir schon zu oft getan, komm. Wir machen heute das kaputt, was uns längst kaputt gemacht, komm. Die Paläste gehen zu Schutt und die Hütten bekommen ein Dach. Genau, so funktioniert das Ganze. Wir lassen alle Waffen liegen, wir fangen was Neues an. Wir ziehen nicht in deren Kriege, das haben wir schon zu oft getan, komm. Wir machen heute das kaputt, was uns längst kaputt gemacht. Die Paläste gehen zu Schutt und die Hütten bekommen ein Dach. Komm, wir sind nicht mehr nur die Bauern im Schacht, während sich der König über uns lustig macht. Er schickt uns in seine Kriege, für seine Freiheit und seinen Frieden. Dieses Spiel ist gut ausgedacht, wenn er dann seine Rochade macht. Dann geht er wissentlich über Leichen, denn er will seine Gewinne einstreichen. Man weiß nicht, wer gegen wen und warum. Und die Befehle, die befolgen sie stumm. Soldaten, sie sind Marionetten, sie legen sich selbst in ihre eigenen Ketten. Gefallen sind schon längst die beiden Türme. Es wird kein Wind, es sind raue Stürme. Der Springer springt und die Dame rennt. Während das ganze Spielfeld hier verbrennt. Komm, wir lassen alle Waffen liegen. Wir fangen was Neues an, komm. Wir ziehen nicht in deren Kriege, das haben wir schon zu oft getan. Wir machen heute das kaputt, was uns längst kaputt gemacht. Die Paläste gehen zu Schutt und die Hütten bekommen ein Dach. Schnell wendet sich das Blatt in all den Märchen, die man uns erzählt hat. WikiLeaks, Assange, Manning und Snowden. So vieles ist geheim und vieles bleibt verboten. Wir arbeiten und produzieren nur Müll.
komm, die Fließbänder stehen heute still. Wenn man nicht mehr davon leben kann, ist man lebendig tot und verdammt dann dran. Also all ihr schlauen Leute, worauf wartet ihr denn heute? Alles kann doch anders sein, das muss doch nicht erst irgendwann dann sein. Doch wer das Geld hat, der gewinnt. Wo gehen all unsere Daten hin? Hier in dieser Welt regieren die Diebe. Doch ich glaub immer noch an die Alternative. Komm, wir lassen alle Waffen liegen. Wir fangen was Neues an, komm. Wir ziehen nicht in deren Kriege, das haben wir schon zu oft getan. Wir machen heute das kaputt, was uns jetzt kaputt gemacht. Die Paläste gehen zu Schutt und die Hütten bekommen ein Dach. Ihr könnt uns festnehmen, umbringen, ausspionieren. Doch irgendwann werdet ihr kapieren, wir sind 99%. Hallo ihr da oben, habt ihr das verpennt? Ihr sagt, es gibt keine Alternative. Es sei der Weg raus aus der Krise. Das Kapital wird triumphieren. Doch ich glaub, ihr seid einfach nur Diebe. Seitdem es den Ostblock nicht mehr gibt, werden neue Feinde einfach bekriegt. Und ihr schickt die Waffen in die Welt, verdient an Mord und Totschlag euer Geld. Heckler und Koch und all die Meute suchen Tag für Tag nach neuer Beute. Komm, wir ziehen nicht in deren Kriege. Komm, wir gehen heute in Richtung Frieden. Komm, wir lassen alle Waffen liegen. Wir fangen was Neues an, komm. Wir ziehen nicht in deren Kriege. Das haben wir schon zu oft getan. Wir machen heute das kaputt, was uns längst kaputt gemacht. Komm, die Paläste gehen zu Schutt und die Hütten bekommen ein Dach. Komm, wir lassen alle Waffen liegen. Kann ich euch mal hören? Komm, wir ziehen nicht in deren Kriege. Oh nochmal. Komm, wir lassen alle Waffen liegen. Komm, wir ziehen nicht in deren Kriege. Komm.